Der erschossene Gießener Hells Angels-Präsident ist am Mittwoch beigesetzt worden. Hunderte Rocker aus Deutschland und vielen Teilen Europas kamen zu der Trauerfeier. Die Bestattung fand auf einem muslimischen Gräberfeld des neuen Friedhofs in Gießen statt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beamte kontrollierten an mehreren Stellen die Trauergäste unter anderem auf Waffen. Sprecher der Polizei Mittelhessen, Martin Ahlig. Wir reagieren natürlich sehr sensibel auf die zurückliegenden Ereignisse und werden alle unsere Maßnahmen, die uns möglich sind, auch treffen. Und wir sind heute mit mehreren hundert Mann im Einsatz, weil wir nie alles ausschließen können. Wir rechnen aber heute nicht mit Störungen. Für die Beisetzung wurde der Friedhof weiträumig abgesperrt. Der Hells Angels-Präsident Aygün Mutschuk war am Freitag auf einem Clubgelände der Hells Angels getötet worden. Der 45-Jährige wurde von mehr als einem Dutzend Kugeln getroffen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern nach Polizeiangaben weiter an. Bisher gibt es demnach noch keinen Verdächtigen.